بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته meine lieben Geschwister. Wir wollen heute, insha'Allah ta'ala, weitermachen mit der Sira unseres geliebten Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Vielleicht aber nur wirklich zwei Sätze vorweg, insha'Allah. Heute ist ja der letzte Tag. In welchem Hijriya befinden wir uns gerade? 1400? Nee, 41 noch. Also wir befinden uns noch in 41, jetzt kommt was? Oder? Oder habe ich falsch gesagt? Ja. Da steht es ja auch dran, ne? Da habt ihr schon geschummelt. Ja? Also 1441, ja, und morgen, insha'Allah ta'ala, beginnt das Jahr 1442. Allahu Akbar. Ja, schon wieder ein Jahr vorüber. Und daran erkennen wir, wie schnell die Zeit vergeht, wie wichtig es ist, dass wir uns mit uns selbst beschäftigen, dass wir in uns kehren, uns Gedanken machen über unsere Taten und uns vorbereiten auf das kommende Jahr. Und natürlich, das Hijriya ist immer auch verbunden mit was? Mit der Hijra unseres geliebten Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, mit seiner Auswanderung aus Mekka nach Medina. Wir wollen heute darüber nicht sprechen, aber noch einmal, was ist die Grundbedeutung der Hijra? Was lehrte uns der Prophet sallallahu alaihi wa sallam über die wahre Bedeutung der Hijra? Die Hijra unseres Propheten sallallahu alaihi wa sallam fand ja von Mekka nach Medina statt. Aber was ist die wahre Bedeutung der Hijra, die jeder von uns vollziehen kann? Die Auswanderung oder praktisch das Flüchten. Ja, wie, genau, richtig. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte, وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَنَهَا اللَّهُ عَنْ. Und der Auswanderer ist derjenige, der das unterlässt, der von dem ablässt, was Allah subhanahu wa ta'ala verboten hat. Das dürfen wir bei all dem nicht vergessen. Wir wollen uns aber heute, insha'Allah ta'ala, mit einem anderen Ereignis beschäftigen. Aus dem Leben unseres geliebten Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Damit wir, barakallahu fikum, damit wir in unserer Reihe weiterkommen über die Sira unseres geliebten Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Welches Ereignis besprachen wir dann letzte Woche? Was war denn das Thema der letzten Woche gewesen? Und in welchem Jahr nach der Hijra unseres Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam befinden wir uns gerade? Wir haben über die Eroberung von Khaybar gesprochen, der großen Festung, oder es sind ja mehrere Festungen gewesen, welche die Muslime eingenommen hatten und Allah subhanahu wa ta'ala sie zu einem gewaltigen Sieg geführt hat, was ebenfalls eine Prophezeiung gewesen war. Und zwar in Surat al-Fath, nach dem Abkommen von al-Hudaybiyah, welches Allah ta'ala im Koran wie bezeichnet und für das Allah sogar eine ganze Surah herabgesandt hat. Wie bezeichnet Allah ta'ala das Abkommen von al-Hudaybiyah? Ja, Fatham Mubina, ja, ein offenkundiger Sieg. Und gleichzeitig sagt Allah Ta'ala, wa maghanim kathira, und viel Beute. Und damit ist die Beute gemeint in Khaybar, welche die Muslime erlangt hatten durch die Eroberung von Khaybar. Das ist eine weitere Prophezeiung. Aber es bleibt dir jetzt noch eine Prophezeiung offen. Eine Prophezeiung, welche der Prophet sallallahu alaihi wa sallam bekommen hat, in Form eines Traumes, einer Ru'ya, eines Traumgesichtes. Was hat denn der Prophet sallallahu alaihi wa sallam gesehen gehabt? Wir hatten das sehr, sehr ausführlich erzählt gehabt, als wir über das Abkommen von Al-Hudaybiyah sprachen. Was hat denn der Prophet sallallahu alaihi wa sallam gesehen gehabt im Schlaf und verkündet in voller Freude an seiner Sahaba, aber konnte noch nicht erfüllt werden im
sechsten Jahr nach der Hijr, nämlich da, wo das Abkommen von Al-Hudaybiyah stattgefunden hat. Genau, dass die Muslime die Umrah vollziehen werden mit geschorenem Haupte. Und zwar berichtet Allah subhanahu wa ta'ala hierüber in Surat Al-Fath im Vers Nummer 27. لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ. Allah hat ja seinem Gesandten das Traumgesicht der Wahrheit entsprechend wahrgemacht. Jetzt wird es wahrgemacht, nämlich genau ein Jahr später, und darüber werden wir heute sprechen, inshallah. Nämlich wenn wir über die sogenannte Umrat al-Qadha oder Umrat al-Qadiyya sprechen werden. Und Allah Ta'ala, er sagt, لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّنِينَ. Ihr werdet ganz gewiss, wenn Allah will, die geschützte Gebetsstätte in Sicherheit betreten, sowohl mit geschorenem Kopf als auch mit gekürztem Haar. لَا تَخَافُونَ, und ohne euch zu fürchten. Allahu Akbar. فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا, er wusste doch, was ihr nicht wusstet. فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا, und so bestimmte er für euch vorher einen nahen Sieg. Allah subhanahu wa ta'ala, er hat unserem Propheten sallallahu alaihi wa sallam etwas gezeigt im Schlaf. Und wenn die Propheten einen Traum haben, dann ist das eine Offenbarung für sie. Dann entspricht das der Wahrheit. Die Ru'ya, das Traumgesicht eines Propheten, ist immer eine Offenbarung. Und deswegen hat auch Ibrahim a.s., als er im Traum gesehen hat, wie er seinen Sohn opfert, dies auch umgesetzt, nachdem er sich sicher gewesen war, dass es sich wirklich um eine Offenbarung handelte. Weil sonst hätte er das ja gar nicht tun dürfen. Wie kann er einen Menschen umbringen, wenn er nicht sicher ist, dass es sich hierbei um was handelt, eine Offenbarung Allah subhanahu wa ta'ala, selbst wenn dieser Mensch damit einverstanden sein sollte, wie es ja in der Geschichte von Ibrahim alayhi salam mit seinem Sohn Ismail sehr, sehr deutlich hervorgeht und wir auch schon ausführlich besprochen hatten. Wir befinden uns jetzt genau ein Jahr nach dem Abkommen von Al-Hudaybiyah. Das Abkommen von Al-Hudaybiyah war im Monat Zulqi'da gewesen. Wir hatten gesagt gehabt, dass die Muslime ja, in Zulqi'da sich auf den Weg gemacht hatten. Und jetzt ein Jahr später, und zwar im siebten Jahr, im Monat Zulqi'da, machen sich jetzt die Muslime auf den Weg. Und das war ja ein Teil des Abkommens von Al-Hudaybiyah gewesen. Ihr erinnert euch, dass die Muslime ein Jahr später die Umrah vollziehen dürfen. Und subhanallah, all diejenigen, welche bei dem Abkommen von Al-Hudaybiyah anwesend gewesen waren von den Sahaba, waren auch bei dieser Umrah anwesend gewesen. Mit Ausnahme derer, die bei der Schlacht von Khaybar gestorben sind. Aber es kamen noch einige hinzu. Insgesamt waren es 2000 Männer gewesen. Neben den 2000 Männern gab es auch noch Frauen und Kinder, die von den Zira-Gelehrten nicht mitgezählt wurden. Zumindest habe ich diesbezüglich nichts gelesen und nichts gefunden. Aber es waren insgesamt 2000 Männer und darüber hinaus auch noch Frauen und Kinder gewesen, welche mit dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam gemeinsam die Umrah vollziehen wollten. Das muss man sich ja vorstellen. 2000 für die damalige Zeit, keine kleine Anzahl. Eine große Anzahl. Ja, zum allerersten Mal überhaupt vollzieht solch eine große Gruppe im Tawhid die Umrah. Zur Zeit von Ibrahim alayhi salam gab es nicht so viele Menschen, die den Tawhid verinnerlicht haben und die Umrah vollzogen haben. Zum allerersten Mal in der Menschheitsgeschichte vollziehen so viele Menschen gemeinsam die Umrah, und das mit einem Propheten und nicht mit irgendeinem Propheten, sondern mit dem Siegel der Propheten, mit unserem geliebten Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Was für eine Ehre für diese Menschen, subhanallah, die an dieser Umrah teilnehmen durften. Was für eine Ehre für sie. Die erste Umrah im Islam überhaupt. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er bringt ihnen die Talbiyah bei. Die Muschrikun hatten ebenfalls eine Talbiyah gehabt. Wie lautete denn die Talbiyah der Muschrikun? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka illa shariken. Außer sozusagen einen Partner hast du, ja? Ja? Du hast einen Partner, dann geht es noch ein bisschen weiter, ja? Und du hast einen Partner, ja? Und
sie haben sozusagen zu der Talbiyah, bei der es eigentlich um den Tauhid geht, um, durch den ich den Tauhid zum Ausdruck bringe, haben sie leider etwas gemacht, womit sie Allah subhanahu wa ta'ala jemanden beigesellt haben. Außer einem. Ja? Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er hat ihn aber beigebracht, nein, die wahre Talbiyah, sie basiert auf dem Tauhid. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik bedeutet so viel wie, hier bin ich, stehe dir zu Diensten, um dir immer wieder zu antworten, oh Allah, wenn du mich rufst. Oh Allah, labbaik, labbaik, hier bin ich wieder, stehe dir zu Diensten. La sharika lak, du besitzt keinen Partner. Labbaik, hier stehe ich dir zu Diensten. Inna alhamda wa ni'mata laka wal mulk. La sharika lak, immer wieder diese Bestätigung. La sharika lak, du hast keinen Partner. Das Lob, inna alhamda, die Gnade wa ni'ma. Inna alhamda wa ni'mata laka wal mulk. Und die Herrschaft, sie gebühren dir allein. Oh Allah, la sharika lak. Das soll ich mir vorstellen, 2000 Männer und Frauen, mehr als 2000 Männer und Frauen machen sich jetzt auf den Weg. Sie tragen alle diese weiße Kleidung, um zum allerersten Mal eine Umrah im Islam zu vollziehen. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er hat die Umrah vollzogen, aber er traute den Muschrikin nicht. Sie hatten ja eine Abmachung gehabt. Und ein Teil der Abmachung war was gewesen? Dass die Muslime Mekka nur betreten dürfen, oder besser gesagt den Haram-Bereich nur betreten dürfen, mit einem Schwert in der Scheide. Nicht mehr. Sie dürfen nicht mehr Waffen mitnehmen. Aber der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er hat mehr Waffen mitgenommen. Hat er sich jetzt nicht an den Vertrag gehalten? Die Quraysh dachten dies. Und sie schickten einen Mann, dem Namen Mikras, zum Propheten sallallahu alaihi wa sallam, um zu schauen, ob er sich jetzt an den Vertrag halten wird oder ob er sich nicht daran halten wird. Und Mikras, er sagte zum Propheten sallallahu alaihi wa sallam, ja, ja Muhammad, wallahi ma arafnaka saghiran wala kabiran bil ghadr. O Muhammad, wir haben noch nie erlebt, dass du im Großen oder im Kleinen Verrat begehst und deine Verträge nicht einhältst. Tadkhulu bis silah al haram ala qaumik? Du willst jetzt mit Waffen den Haram betreten gegen dein eigenes Volk, waqad sharatta alla tadkhula illa ala al ahd. Obwohl du selbst diesen Bedingungen festgelegt hast, dass du nicht mit Waffen Mekka betreten wirst, und dass der Haram nur betreten werden darf mit den Schwertern in ihren Scheiden. Subhanallah. Ganz klar und deutlich. Ja? Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er beruhigte ihn. Weil unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam würde niemals einen Vertrag brechen. Er würde niemals Vertragsbruch begehen. Unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er ist derjenige, der die Worte Allahs offenbart bekommen hat. Ja, ayyuha alladhina amanu aufu bil uqud. O, die ihr glaubt, haltet euch an eure Verträge. Er ist der Letzte, der so etwas tun würde. Aber hat er sich nicht jetzt gegen den Vertrag gestellt? Nein. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er erklärte ihm und sagte, la natruluha illa kadhalik. Wir werden auch wirklich nur mit unseren Schwertern in den Scheiden dann Mekka betreten. Aber wir werden vor dem Haram 200 Männer zurücklassen mit all unseren Waffen, welche im Notfall einschreiten können, sollten die Quraysh ihren Vertrag brechen. Ja, Salam. Und da sehen wir wieder, was wir immer wieder sehen in der Sira unseres Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er hatte volles Gottvertrauen, aber er hat sich immer in Acht genommen. Ja, ayyuha alladhina amanu, khudhu hidhrakum. O, die ihr glaubt, seid wachsam. Ich muss achtsam sein. Ein gläubiger Muslim zu sein, heißt nicht, dass ich auf den Kopf gefallen bin, dass ich naiv bin. Dass ich glaube, dass der Feind nicht eventuell seine Verträge brechen könnte. Sondern ein wachsamer, ein Muslim zu sein, bedeutet es auch, dass ich wachsam bin. Dass ich verstehe, wie die Welt funktioniert. Und dass ich auch weiß, dass der Feind entgegen mir und meiner Einstellung seine Verträge brechen könnte. Und dementsprechend gehe ich immer auf Nummer sicher, aber ich halte mich an die Verträge. Und genau das hat der Prophet sallallahu alaihi wa sallam getan. Er hat 200 Männer
unter der Führung von Muhammad ibn Maslama, das waren alles Reiter gewesen, sie hatten Pferde bei sich gehabt, ja, hat er zurückgelassen vor dem Haram an einem Ort mit dem Namen Ya'jij. Ya'jij, so hieß dieser Ort, ja, in der Nähe von Mekka, hat er dort zurückgelassen, damit sie im Fall der Fälle einschreiten können, falls die Quraysh ihren Vertrag brechen sollten. Aber er hat sich an den Vertrag gehalten, salawatu rabbi wa salamuhu alayhi. Und das ist nochmal ein ganz, ganz wichtiger Punkt, was wir immer wieder sehen in der Sira unseres Propheten, salallahu alayhi wa sallam. Ja, wie wichtig es ist, dass ich mich als Muslim an meine Verträge halte. Dass ich meine Verträge niemals breche. Und dass jeder Vertragsbruch aus islamischer Sicht als was bewertet wird? Als Radr. Und was bedeutet Radr? Radr bedeutet Verrat. Ein Muslim hält sich an seine Verträge. Al-Muslimuna inda shurutihim. Ein Muslim hält sich an die Bedingungen, die er selbst eingeht. Wallazinahum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Jene, welche das ihnen anvertraute und ihre Verträge pflegen und einhalten. Ich darf niemals vergessen, wie wichtig das ist und dass es ein fester Bestandteil unseres Glaubens ist. Und dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam so sehr darauf geachtet hat. Unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er betritt jetzt mit seinen Männern und Frauen, welche sich im Ihram-Zustand befinden, den Haram. Wie lange haben sie gewartet, damit sie endlich diesen Moment haben? Sie waren fast 7 Jahre ausgeschlossen gewesen von ihrer eigenen Heimat. 7 Jahre ist keine kurze Zeit. Also gerade wenn wir auch Flüchtlinge haben unter uns, haben wir hier Leute, die jetzt aus Syrien stammen. Gibt es einige hier aus Syrien, die jetzt im Rahmen der Flüchtlingswelle hierher gekommen sind. Ja? Ja? Wie lange bist du jetzt schon hier? Bei Al-Gadihana? Ja, sa'ab, ha? Sa'ab ala nafsin wahad, yani kun ba'id an watanu, ma bishuf ahlu. Ist nicht einfach, subhan, 5 Jahre. Unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er war 7 Jahre weg gewesen. Die Sahabe mit ihm, 7 Jahre weg. Endlich konnten sie Mekka betreten. Es wird leider nicht genau überliefert, was im Propheten sallallahu alaihi wa sallam vorging, wie seine Emotionen gewesen waren. Aber man kann sich das sehr, sehr schön vorstellen. Das ist seine Heimat. Dort ist er aufgewachsen. Dort hat er den Großteil seines Lebens verbracht. Über 50 Jahre, 53 Jahre hat er in Mekka gelebt. Ja? Und dann plötzlich musste er Mekka verlassen. Und jetzt kann er endlich wieder nach Mekka. Was muss das für eine Freude gewesen sein? Wie sehr müssen sich die Sahabe, gerade die Muhajirun unter den Sahabe, radwanullahi alaihim, gefreut haben. Abdullah ibn Rawaha, einer der Dichter des Propheten sallallahu alaihi wa sallam, ja, während sie Mekka betreten, ruft er voller Stolz. Und das ist nochmal ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, ja, den wir auch bei der Umr al-Qadha sehen werden, wie wichtig es ist, in bestimmten Situationen diesen Stolz zu zeigen. Er sagt, خَلُّوا بَنِي الْكُفَّارَ عَنْ سَبِيلِهِ خَلُّوا فَكُلُّ الْخَيْرِ فِي رَسُولِهِ يَا رَبُّ إِنِّي مُؤْمِنٌ بِقِيلِهِ أَعْرِفُ حَقَّ اللَّهِ فِي قَبُولِهِ. Lasst die Kinder der Ungläubigen, haltet sie von seinem Weg, also vom Weg des Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Und er macht das und er hält die Zügel der Kamelschute unseres Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Khallu, lasst von ihm ab, fakullul khayri fi rasulihi, weil alles Gute liegt ja in seinem Gesandten, also im Gesandten Allahs. Ja Rabbu inni mu'minun biqilihi, o mein Herr, ich glaube an seine Worte. أعرف حق الله في قبوله. Ich kenne das Recht Allahs in der Annahme seiner Botschaft. Ja, Salam. Ja, also sich das mal so vorstellen. Ja, da kommen sie rein und er sagt diese Gedichte auf. Das war damals sozusagen wie, als würde man heute irgendwie, keine Ahnung, dann laute Musik machen oder irgendwelche Fahnen hissen. Und damals war das so gewesen. Gedicht, ja, das ist das Wichtigste. Und er, mit lauter Stimme kommen sie rein und sie zeigen diesen Stolz. Und jetzt die Quraysh. Was machen die Quraysh? Die Quraysh haben sich in 3 Gruppen aufgeteilt. Eine Gruppe hat sich zurückgezogen in die Berge. In die Berge um Mekka. Jeder, der schon mal in Mekka gewesen war, weiß, es sind ganz viele Berge. Hat sich ein bisschen zurückgezogen, wollten das Ganze von Weitem beobachten. Einige haben sich in ihren Häusern eingeschlossen. Und einige
haben die Muslime beobachtet. Und als jetzt der Prophet sallallahu alaihi wasallam mit den Sahaba Mekka betrat, haben einige der Muschrikun gerufen, schaut mal, ja, die Humma von Al-Madina, also sozusagen die Humma ist das Fieber, die meinen damit die Krankheiten von Medina, weil Medina, Yathrib vorher, war eine Stadt gewesen, wir hatten das erwähnt gehabt bei der Hijra, die voller Seuchen und Krankheiten gewesen war. Wir haben gesagt, guck mal, ja, die Humma, ja, von Al-Madina hat sie geschwächt. Wir müssten uns nur zusammentun und auf sie stürzen und dann hätten wir sozusagen die Sache beendet. Humma Yathrib wa hanatum. Sie haben es natürlich nicht Medina genannt, weil für sie ist es ja nicht die Stadt des Propheten, soll auch sein. Ja, für sie war Medina immer noch was? Yathrib gewesen. Dieses Fieber von Yathrib hat sie geschwächt. Was macht unser Prophet sallallahu alaihi wasallam jetzt? Unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, er reagiert immer auf die jeweilige Situation. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt in der Da'wah. Die Da'wah funktioniert nicht so, dass ich immer gleich handele. Sondern die Da'wah funktioniert so, dass ich ganz genau gucke, ja, wie die Situation ist. Und dass ich je nach Situation dann auch meine Strategie ändere. Je nach Gesellschaft anders handele. Je nach Mensch, der vor mir ist, eine andere Methode anwende. Und das ist genau die Hikmah, über die Allah Ta'ala in Surat An-Nahl spricht, als er über die Da'wah spricht. Ud'u ila sabini rabbika bil hikmah. Rufe zum Weg deines Herrn mit was auf? Mit Weisheit. Und Al-Hikmah ist was? Wie die Gelehrten definiert haben, Al-Hikmatu wad'u shay'i fi mahallihi. Dass ich eine Sache an ihre richtige Stelle lege. Und unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, in dieser Situation hat er gesehen, wie wichtig es ist, dass die Muslime jetzt Stärke zeigen. Und es ist auch manchmal sehr, sehr wichtig, dass wir als Muslime Stärke zeigen und keine Schwäche. Dass ich als Muslim auch in bestimmten Situationen in gewisser Weise eine Art Stolz zum Ausdruck bringe über meine Religion. Dass ich stolz bin, ein Muslim zu sein. Dass ich mich dafür nicht schäme. Ja, manchmal brauche ich das. Es gibt Situationen, wo das notwendig ist. Und es gibt Situationen, wo ich besonders bescheiden sein muss. Es kommt immer darauf an. Und in dieser Situation hat uns unser Prophet sallallahu alaihi wasallam aufgezeigt, ich muss jetzt Stärke zeigen. Und keine Schwäche. Jeder von uns, der schon mal eine Umrah gemacht hat oder eine Hajj, der weiß, wie anstrengend das ist, oder? Wenn man jetzt ankommt, ist man richtig geschwächt. Man ist richtig kaputt, man hat eine lange Reise vor sich. Und wir kommen mit dem Flugzeug an, ja, fahren in klimatisierten Bussen. Ja, und die ganze Reise dauert vielleicht 12 Stunden, 13 Stunden. Und wir sind schon in Mekka oder in Medina. Die Sahabe damals hatten eine Reise von mindestens einer Woche hinter sich gehabt. Sie hatten keine klimatisierten Busse, sind auf Kamelen sogar teilweise zu Fuß gelaufen. Das heißt, sie waren richtig fertig gewesen. Ja, wenn wir schon mit den Bussen fertig sind, ja, du weißt das, du weißt es auch, ja, und kommen richtig kaputt an, oder wir können nicht mehr, ich will mich erstmal ausruhen, weiß ich nicht was, ich muss erstmal was essen, dann kann man sich vorstellen, wie die Sahabe damals kaputt gewesen waren. Aber was sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu ihnen jetzt? Er sagt zu ihnen, Rahimallahum ra'an, arahumul yawma fi nafsihi quwwa. Allahu Akbar. Möge Allah sich einer Person erbarmen, und hier ganz konkret eines Mannes erbarmen, weil es ging hier ganz konkret um die Männer, der ihnen heute Stärke zeigt, obwohl du kaputt bist. Du bist kaputt am Boden, du kannst nicht mehr. Du wirst am liebsten schlafen. Nein, jetzt sollst du Stärke zeigen. Das ist dein Dschihad. Und was hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam jetzt gemacht? Er hat eine Sunna eingeführt, die wir immer noch praktizieren heute. Welche Sunna ist das? Ja, die ersten drei Runden soll man schnell laufen, zügig laufen. Auf Arabisch nennt man das Ramal. Also ein zügiges Laufen. Und man soll die ganzen sieben Runden was? Seine rechte Schulter frei machen. Wie? Indem ich meinen Rida nehme, das heißt mein Oberteil, und es unter meine Achsel ziehe und dass meine rechte Schulter frei ist. Warum die rechte Schulter? Warum nicht die linke Schulter? Was ist der Grund? Was ist der Sinn der rechten Schulter? Ja? Genau, weil ich der entgegen dem Uhrzeigersinn Tawaf mache. Und die zeigt nach außen. Und ich soll meine Muckis zeigen als Mann. Da darf ich meine Muckis zeigen. Sonst sollte ich das lieber nicht machen. Aber da darf ich das. Da sollte ich das sogar. Zeig deine Muskeln.
Zeig, wie kräftig du bist. Ja? Zeig, dass du dich nicht unterdrücken lässt. Zeig Stärke. Ja? Das ist der richtige Moment. Subhanallah. Und diese Sunna praktizieren wir bis heute. Allahu Akbar. Damit wir uns immer genau daran erinnern. Natürlich können wir das heute schwer praktizieren, weil es sehr, sehr voll ist. Aber damals war es nicht so voll gewesen. Wenn 2000 Leute um die Kaaba laufen, ja, vielleicht auch nicht alle auf einmal, ja, dann geht das. Ist in Ordnung. Ja, ist zwar ein bisschen eng, aber ist nicht so eng. Also man kann zügig laufen. Heutzutage ist es schwierig, diese Sunna zu praktizieren. Und dann haben die Mushrikun gesagt, هؤلاء الذين زعمتم أن الحمى قد وهنتهم هؤلاء أجلد من كذا وكذا. Von denen habt ihr behauptet, dass die das Fieber sozusagen, ja, von Medina, ja, sie geschwächt hat. Die sind härter als so und so. Also weiß ich nicht, keine Ahnung, was sie denn genau gesagt haben, aber härter als so und so. Ajlad, ja, richtig hart. Ja, die kann man nicht so einfach, ja, hier verspeisen. Meint so nebenbei, das funktioniert nicht. Nein, das sind richtig harte Leute. Subhanallah. Unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, er hat es auch in anderen Situationen immer wieder aufgezeigt, dass es Situationen gibt, wo ich Stärke zeigen muss. Kennt ihr einen Hadith unseres Propheten sallallahu alaihi wasallam oder eine Situation, wo er das sogar gelobt hat? Richtig, Abu Dujana bei der Schlacht von Uhud. Uhud, ja? Wo er dann zwischen den Reihen lief mit seinem Rambo-Tuch, ja? Diesem roten Tuch, ja? Und dann meinte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, innaha la mashyatun yubriduha Allahu illa fi hadha al-mawt. Das ist eine Gangart, die Allah gar nicht mag, außer hier an dieser Stelle. Da zeige ich Stärke. Es gibt Situationen, wo ich Stärke zeigen muss. Subhanallah. Das ist diese Hikmah, diese Weisheit, die Allah subhanahu wa ta'ala unseren geliebten Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam dann aufgezeigt hat. Gut. Sie haben also jetzt die Umrah vollzogen. Vielleicht nur ganz kurz zur Umrah, ja, damit wir nochmal einen Überblick haben. Die Umrah besteht aus Ihram. Ich trete in den Ihram ein. Ja, die Männer müssen sich dann umziehen. Ja, die Frauen dürfen ihr Gesicht nicht mehr bedecken, ihre Hände nicht bedecken. Ja, das ist dann dieser Ihram-Zustand, dieser Weihezustand. Das mache ich, wenn ich aus Medina komme, schon an einem Ort, der heißt Dhul Hulayfa, heute Abyar Ali. Ja, also es ist sozusagen kurz nach Medina, auf dem Weg dann nach Mekka. Und dann besteht die Umrah aus einmal Tawaf, 7 Runden, ja, das ist kurz gefasst, inshallah, da. Sa'i, ja, 7 Runden zwischen Safa und Marwa und dann das Abrasieren der Haare, ja, oder das Kürzen der Haare, das ist die Umrah. Ja, und genau das haben sie dann auch getan. Wie lange durfte sich der Prophet sallallahu alaihi wasallam jetzt in Mekka aufhalten, laut der Vereinbarung? Wir hatten das erwähnt gehabt, ja, 3 Tage, richtig, 3 Tage noch, nicht mehr. Das war sozusagen die Erlaubnis gewesen, ja, laut dem Vertrag, den der Prophet sallallahu alaihi wasallam eingegangen ist. In diesen 3 Tagen ist aber etwas geschehen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er hat die Umrah vollzogen, beendet und hat dann innerhalb dieser 3 Tage geheiratet. Und zwar seine letzte Ehefrau. Weiß jemand, wen er geheiratet hat? Maimuna, richtig. Ja, absolut richtig. Er hat Maimuna geheiratet. Und zwar ist Maimuna die eine Witwe gewesen, die 26 Jahre alt gewesen war. Sie ist Muslimin gewesen. Sie hatte niemanden gehabt in Mekka. Und sie ist die Schwägerin von Al-Abbas ibn Abd al-Muttalib gewesen, dem Onkel unseres Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und auf jeden Fall hat der Onkel des Propheten sallallahu alaihi wasallam nach einem Ehemann für sie gesucht, für seine Schwägerin. Also seine Frau ist Umm al-Fadl und sie ist die Schwester von Umm al-Fadl. Woraufhin dann, ja, Al-Abbas ibn Abd al-Muttalib dem Propheten sallallahu alaihi wasallam vorgeschlagen hat, sie zu heiraten. Worin auch eine tiefe Weisheit lag, um noch einmal diese Beziehung zwischen ihm und dem Quraysh dann auch zu stärken. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam diese Ehe angenommen hat. Und zwar noch in Mekka, während dieser 3 Tage. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er übergab ihr auch eine Brautgabe in Höhe von 400 Dirham. Und er sagte zu den Quraysh, könnt ihr mich nicht noch ein paar Tage länger hier lassen? Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hält sich an die Vereinbarung, aber er hat sie gefragt, ob sie damit einverstanden wird. Und er würde dann auch aufgrund seiner Ehe mit
Maimuna, würde er auch was tun? Er würde dann auch ein Festessen geben, an dem sich alle beteiligen können. Unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, er wollte die Fronten etwas auflockern. Er hat ihnen ein Friedensangebot gemacht. Kommt, ja? Vergessen wir unsere Feindseligkeiten, unsere Feindschaft und lasst uns einfach gemeinsam essen. Ich lade euch alle zu meiner Hochzeit mit Maimuna ein. Woraufhin sie dann geantwortet haben, La hajata lana fi ta'amika fakhruj anna. Wir wollen nichts, ja, von deinem Essen, geh einfach. Er sagte, وَمَا عَلَيْكُمْ لَتَرَدْتُمُونِي فَأَعْرَسْتُ بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ وَصَنَعْنَا لَكُمْ طُعَامًا فَحَضَرْتُمُوا. Ja, was ist daran so schlimm? Ja, wenn ihr mich doch ein paar Tage hier lasst, ja, dann ich hier meine Hochzeit feiere und ich dann für euch ein Essen mache und ihr an diesem Essen teilnehmt, diesem Festessen. Wir wollen nichts von deinem Essen. Warum wollten sie nicht? Sie hatten Angst gehabt, weil sie haben gesehen, subhanallah, diese Umrah, diese Riten, die die Muslime vollzogen haben, was sie gesagt haben, wie sie gelebt haben, das hat die einfachen Menschen in Mekka beeinflusst. Und wir werden gleich sehen, dass wichtige Köpfe der Quraysh nach dieser Umrah Muslime geworden sind, subhanallah. Wichtige Köpfe dieser Quraysh sind Muslime geworden. Und die Anführer der Quraysh haben gemerkt, sie hatten Angst gehabt, wenn wir jetzt gemeinsam auch noch feiern, ja, dann könnten sehr, sehr viele Menschen dann zum Islam übertreten. Und das wollten sie natürlich nicht. Und dann haben sie ganz strikt gesagt, nein, wir brauchen dein Essen nicht, du gehst nach 3 Tagen wieder. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er hat sich natürlich daran gehalten. Und er hat dann die Ehe vollzogen an einem Ort mit dem Namen Saraf, ja, der in der Nähe von At-Tan'im ist. Und At-Tan'im ist der Ort, wo heute, welche Moschee ist? Welche Moschee ist in At-Tan'im? Für diejenigen, die schon mal in Mekka gewesen waren? Ja? Was macht man in Tan'im? Masjid Aisha. Da, wo man die Umrah noch mal vollzieht, wenn man in Mekka schon ist, die auch noch mal die Umrah machen möchte, da muss man wohin gehen? Muss man nach Tan'im gehen, in Masjid Aisha, um dort noch einmal in den Ihram einzutreten. Und Saraf ist in der Nähe von At-Tan'im, außerhalb des Harams. Und dort hat dann der Prophet sallallahu alaihi wasallam die Ehe vollzogen mit Maimuna radiallahu anha. Und subhanallah, Maimuna ist die letzte Ehefrau, die der Prophet geheiratet hat. Und sie ist auch die letzte, die gestorben ist. Und zwar 61 nach der Hijra. Allahu Akbar. Guck mal. 61 nach der Hijra ist sie gestorben erst. Und sie ist genau an dem Ort gestorben, wo sie mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam die Ehe vollzogen hat. In Saraf. Allahu Akbar. Was für eine Fügung von Allah subhanahu wa ta'ala. Ich habe euch gesagt gehabt, wir werden noch einmal sehr, sehr ausführlich, also einen extra Vortrag machen, ganz am Ende der Sira, inshallah ta'ala, wenn wir fertig sind, über die Ehefrauen des Propheten sallallahu alaihi wasallam, wo wir nochmal darüber sprechen werden, warum der Prophet sallallahu alaihi wasallam mehrere Frauen geheiratet hat, was die Hintergründe gewesen sind. Das werden wir dann inshallah ta'ala in einem extra Vortrag machen. Aufgrund der Ehe unseres Propheten sallallahu alaihi wasallam mit Maimuna radiallahu anha, direkt nach der Umrah, gibt es Meinungsverschiedenheiten unter den Gelehrten, ob es erlaubt ist, während man im Ihram ist, zu heiraten oder nicht. Dass man natürlich während des Ihrams keinen Geschlechtsverkehr haben darf, das ist klar, da sind sich alle Gelehrten einig. Aber die Frage ist die, ist es erlaubt, während des Ihram-Zustandes die Ehe zu, also einen Ehevertrag zu schließen oder nicht? Die meisten Gelehrten sagen, nein, es ist nicht erlaubt. Einige Gelehrte, sie stützen sich auf eine Aussage von Abdullah ibn Abbas, dass dieser gesagt hat, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam Maimuna heiratete, während er Muhrim ist. Dem haben die meisten Gelehrten widersprochen, und zwar aufgrund dessen, dass Maimuna selbst gesagt hat, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sie geheiratet hat, nachdem er aus dem Ihram-Zustand ausgetreten ist, also nachdem er die Umrah schon abgeschlossen hatte. Und sie haben dann versucht, die Aussage von Abdullah ibn Abbas umzuinterpretieren, indem sie nämlich gesagt haben, er hat sie geheiratet im Haram, aber nicht während er Muhram ist, also während er im Ihram-Zustand ist. Aber das ist, wie gesagt, eine Sache, über die die Fuqaha, die Fiqh-Gelehrten dann diskutiert haben, und die meisten sind der Ansicht, dass es verboten ist, während des Ihrams sowohl eine Ehe zu schließen, als auch einen Ehevertrag zu bezeugen.
Also alles, was mit Ehe zu tun hat, ist während des Ihram-Zustandes verboten, damit der Muslim sich nur auf was konzentriert, während er die Umrah oder die Hajj vollzieht? Nur auf die Ibadah. Wie ein Mönch. Ein Mönch, er hat sich voll und ganz zurückgezogen. Er hat mit der Dunya nichts zu tun. Er hat mit Heiraten nichts zu tun. Ja? Und so sollte auch ein Muslim sein, während er sich im Weihezustand, im Ihram-Zustand befindet. Die Muslime, sie wollen jetzt nach 3 Tagen Mekka verlassen. Oder sie müssen Mekka verlassen, besser gesagt. Und subhanallah, jetzt geschieht etwas sehr, sehr Merkwürdiges. Was heißt merkwürdig? Es ist eigentlich etwas Schönes, etwas Herzergreifendes. Und zwar die Tochter des verstorbenen Hamza ibn Abdul Muttalib, des Onkels unseres Propheten sallallahu alaihi wasallam. Sie, die in Mekka gelebt hat, die gerade mal 6 oder 7 Jahre alt gewesen ist, sie rannte zum Propheten sallallahu alaihi wasallam, als er gerade Mekka verlassen wollte, und er rief: Ja Am, ja Am, oh Onkel, nimmt mich mit. Kleines Mädchen, 6, 7 Jahre alt, rennt zum Propheten sallallahu alaihi wasallam. Ihre ganze Familie ist wo? Ja, mit der sie aufgewachsen ist? In Mekka. Sie kennt den Propheten gar nicht, weil der Prophet sie aus Mekka verlassen hat, als sie noch nicht mal auf der Welt gewesen war oder als sie gerade erst geboren wurde. Und trotzdem rennt sie zum Propheten sallallahu alaihi wasallam und ruft: Ja Am, ja Am. Wer nimmt dieses kleine Mädchen? Ich glaube, sie hieß Umara, ich bin mir nicht ganz sicher, muss ich gleich nochmal gucken, inshallah ta'ala. Ja? Wer rennt, ja? Wer nimmt dieses kleine Mädchen zu sich direkt? Ali ibn Abi Talib. Er nimmt sie an die Hand und sagt: Hier, Fatima, ja, kümmere dich um dieses kleine Mädchen. Dann kamen aber noch 2 andere. Und zwar der Bruder von Ali ibn Abi Talib, wie hieß der? Ja'far, der kam ja bei Khaybar. Er sagte: Nein, halt, halt! Ja? Meine Ehefrau ist ihre Tante. Meine Ehefrau ist ihre Tante. Das ist auch wirklich die Tante gewesen, Khala, mütterlicherseits. Und er meinte: Zayd ibn Thabit, der ehemalige Adoptivsohn unseres Propheten sallallahu alaihi wasallam, Hamza ist mein Bruder gewesen. Zayd ibn Haritha. Habe ich Thabit gesagt? Ah, entschuldigt. Zayd ibn Haritha sagte, ja, dann: Nein, halt, halt, Hamza ibn Abd al-Muttalib ist mein Bruder gewesen. Also ich bin sozusagen ihr Onkel. Und sie haben sich alle 3 gestritten um ein kleines Mädchen. Weil jeder wollte sich um dieses Mädchen kümmern. Das muss man sich ja vorstellen, was der Islam in wenigen Jahren bewirkt hat. In vorislamischer Zeit hat man sich geschämt, wenn er ein Mädchen hatte. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ. Und wenn das begrabene Mädchen gefragt wird, durch welche Sünde wurde es getötet? Bei lebendigen, sozusagen lebendig wird sie begraben. Sie haben sich geschämt, wenn sie ein Mädchen bekommen haben. Und jetzt, subhanallah, wenige Jahre später, streiten sie sich um ein Mädchen, um es aufzunehmen bei sich. Allahu Akbar. Das hat der Islam in kurzer Zeit bewirkt. Und jetzt musste der Prophet entscheiden, sallallahu alaihi wasallam. Und hier sehen wir wieder die Weisheit unseres Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Er hat einen Konflikt gelöst. Jeder wollte das Mädchen haben und jeder, der es nicht bekommt, wird traurig sein. Woraufhin dann der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, das Mädchen wem gegeben hat? Er hat es Ja'far ibn Abi Talib und seiner Frau gegeben. Warum? Wie hat er das begründet? Ja. MashaAllah. Die Tante al-Khalatu bimanzilati al-Umm. Die Tante mütterlicherseits ist wie die Mutter. Und deswegen haben auch die Fiqh-Gelehrten Meinungsverschiedenheiten, wenn die Eltern sterben sollten und man ein Waisenkind hat, wer mehr Anspruch auf dieses Waisenkind hat, um es sich seiner anzunehmen. Die Khala oder die Amma? Also die Tante väterlicherseits oder die Tante mütterlicherseits? Und die meisten gehen davon aus, dass es sich um die Tante mütterlicherseits handelt, aufgrund der Aussage unseres Propheten sallallahu alaihi wasallam. Al-Khalatu bimanzilati al-Umm. Und dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, um die Gemüter zu beruhigen, er sagte zu Ali ibn Abi Talib: Ente minni wa ana mink. Du bist von mir und ich bin von dir. Schaut mal, subhanallah. Ja? Wir schreiben Ali ibn Abi Talib
all die Eigenschaften zu, die der Prophet sallallahu alaihi wa sallam gegeben hat. Weder mehr noch weniger. Das, was häufig behauptet wird, ja, die Sunniten würden Ali ibn Abi Talib ablehnen, was ich, das stimmt nicht, das sind alles hier Hadithe, die wir in unseren Büchern haben, und wir ehren Ali ibn Abi Talib und wir lieben ihn über alles. Ja? Was aber nicht bedeutet, dass wir ihm eine höhere Stellung geben als Allah subhanahu wa ta'ala und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam gegeben haben. Noch eine niedrigere Stellung. Dann sagte er zu Ja'far ibn Abi Talib, أَشْبَهْتَ خَلْقِي وَخُلُقِي. Ja, du bist derjenige, ja, der mir am ähnlichsten ist in Bezug auf mein Aussehen und in Bezug auf meinen Charakter. Wow, was für eine Ehre. Und dann sagte er zu Zayd ibn Thabit, أَنْتَ أَخُونَ وَمَوْلَانَا. Und du bist unser Bruder, weil er ist ja nicht mal sein Sohn, nicht mal sein Adoptivsohn, wurde ja aufgehoben. أَنْتَ أَخُونَ, du bist unser Bruder, وَمَوْلَانَا, und unser Schutzherr. Oder wir sind dein Schutzherr. Das ist sozusagen, subhanallah, sehen wir, wie der Islam unglaublich in kurzer Zeit, ja, die Einstellung der Menschen geändert hat. Aufgrund von Umr al-Qadha sollten jetzt drei wichtige Persönlichkeiten zum Islam übertreten. Drei wichtige Persönlichkeiten, welche uns zeigen, dass Khalas, die Quraysh, eigentlich jetzt keine Chance mehr haben. Die eine Person ist Wächter der Kaaba. Die andere Person, die jetzt Muslim wird, ist der Politiker überhaupt. Und die dritte Person ist der Feldherr überhaupt. Um wen geht es? Wer ist der Feldherr überhaupt im Islam? Khalid ibn Walid, sehr gut. Wer ist der Politiker überhaupt im Islam? Amr ibn As. Und wer ist der Wächter der Kaaba? Amr ibn As. Und wer ist der Wächter der Kaaba? Wer hat den Schlüssel der Kaaba gehabt? Ja, und wie hieß der Mann, der da verantwortlich war? Uthman ibn Talha. Barakallahu fik, sehr gut. Uthman ibn Talha. Diese drei Männer, sie treffen sich auf dem Weg zum Propheten sallallahu alaihi wa sallam, ja, nach Mekka. Und sie fragen sich, was macht ihr hier? Und alle, wir befinden uns er auf dem Weg zum Propheten, um dort den Islam anzunehmen. Allahu Akbar. Die Köpfe der Quraysh, sie werden jetzt Muslime. Und das noch vor der Eroberung von Mekka, ganz, ganz wichtig. Noch vor der Eroberung von Mekka. Und der Islam von Khalid ibn Walid und von Amr ibn As, ja, wird beschrieben. Und Khalid ibn Walid, er spricht über sich selbst, und ich versuche das ein bisschen zusammenzufassen, insha'Allah ta'ala. Es wird überliefert in einer sehr, sehr langen Überlieferung. Und zwar, Khalid ibn Walid, ja, er merkt, ja, es ist jetzt so gut wie vorüber. Er weiß nicht konkret, was er machen soll. Er kämpft gegen den Propheten sallallahu alaihi wa sallam in verschiedenen Schlachten, und er merkt, er kommt gegen den Propheten sallallahu alaihi wa sallam nicht an. Egal, was er tut, weder in Uhud, ja, noch auf dem Weg nach Khaybar, noch in der Grabenschlacht. Er hat keine Chance. Immer wieder, wo er denkt, jetzt habe ich ihn, wird er aufgehalten. Und dann überlegt er sich, wohin soll ich? Soll ich jetzt nach Abessinien zum Negus? Das Problem ist, der Negus ist selbst Muslim geworden, wie wir gleich sehen werden, inshallah ta'ala. Soll ich, ja, nach Byzanz und dann meine Religion wechseln und zum Christen werden und dann unter Menschen leben, die der arabischen Sprache nicht mächtig sind? Soll ich zu Hause bleiben? Was soll ich tun? Er wusste es nicht. Und dann, sagt er selbst, kam der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, um die Umrah zu vollziehen. Die Umrah, über die wir gerade gesprochen haben. Und der Bruder von Khalid ibn Walid hieß wie Al-Walid ibn Walid. Wer war denn überhaupt Al-Walid gewesen? Also der genau, wer war Al-Walid ibn Mughira? Das ist eine ganz wichtige Persönlichkeit. Das ist der Dichter der Quraysh gewesen. Ja? Allah ta'ala berichtet über ihn in mehreren Suren, unter anderem Al-Mudathir, Al-Mudathir, ja, wo er dann nachdenkt, innahu fakkara wa qaddar, faqutila kayfa qaddar, thumma qutila kayfa qaddar, ja, Allah ta'ala berichtet, ja, wie er sich Gedanken macht. Al-Walid ibn Mughira war nicht wie Abu Jahl gewesen, der so eklig war, ja, so hart, sondern er war jemand gewesen, mit dem man reden konnte, ja, aber er konnte sich nicht für den Islam entscheiden.
Und dann einer hat gesagt, das ist ein Zauberer, Mohammed ist ein Zauberer, sallallahu alaihi wa sallam. Und Khalid ibn Walid ist sein Sohn. Und das ist, wie gesagt, also eine aristokratische Familie, wirklich also wichtige Familie in Mekka von den Banu Makhzum, eine wichtige Familie, die eine wichtige Stellung haben. Aber Al-Walid ibn Walid ist bereits Muslim. Und er schreibt jetzt seinem Bruder Khalid ibn Walid einen Brief, als er in Mekka ist. Also er schickt ihm einen Brief. Und er sagt, Bismillahirrahmanirrahim. Im Namen Allahs, Al-Abamas, des Barmherzigen. Amma ba'd. Kommen wir zum Thema. فَإِنِّي لَمْ أَرَى أَعْجَبَ مِنْ ذَهَابِ رَأِيكَ عَنِ الْإِسْلَامِ وَعَقْلُكَ عَقْلُكَ. Also ich habe nichts Komischeres gesehen, ja, und Merkwürdigeres, als dass du nicht den Islam annimmst, obwohl du doch diesen Verstand hast. وَعَقْلُكَ عَقْلُكَ. Du bist doch nicht irgendjemand. Du bist doch jemand, der intelligent ist, der klug ist. وَمِثْلُ الْإِسْلَامِ جَهِلَهُ أَحَدٍ. Soll etwa jemand etwas wie den Islam nicht kennen und die wahre Beschaffenheit des Islam? Und der Prophet hat extra nach dir gefragt. Faqal, aina Khalid? Wo ist Khalid? Faqultu ya'ti Allahu bihi? Ich fragte, wird Allah ihn bringen? Woraufhin er sagte, ma mithluhu jahil al-Islam, jemand wie er wird den Islam nicht verkennen. Subhanallah. وَلَوْ كَانَ جَعَلَ نِكَايَتَهُ وَجِدَّهُ مَعَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُ. Und würde er seinen Einsatz, ja, den er gegen uns Muslime verwendet, gegen die Muschrikin verwendet, dann wäre es besser für ihn. يَا سَلَامُ. وَلَقَدْ دَمْنَاهُ عَلَى غَيْرِ. Und wir würden ihn sogar dann was? Bevorzugen gegenüber anderen. فَاسْتَدْرِكْ يَا أَخِي مَا فَاتَكْ. Also versuch jetzt das aufzuholen, was dir entgangen ist. فَقَدْ فَاتَتْكَ مَوَاطِنْ صَالِحَ. Weil dir viele, viele wichtige Ereignisse entgangen sind. Schaut mal, wie er versucht, seinen Bruder zum Islam zu bringen. Guck mal, brauchst du keine Angst zu haben. Wenn du Muslim wirst, der Prophet zu Hause, er wird dich ehren. Du wirst eine wichtige Position einnehmen. Und das ist im Übrigen etwas ganz Wichtiges gewesen. Unser Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, das werden wir nächste Woche besprechen, wenn wir unter anderem über die Briefe sprechen werden, die der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, an die Herrscher geschickt hat. Unser Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, er hat nie nach Macht gestrebt. Er hat nie jemandem gesagt, wenn du jetzt Muslim wirst, dann bin ich jetzt plötzlich sozusagen, dann nehme ich deinen Platz ein. Nein, er hat immer gesagt, dann bleibst du sozusagen bei deinem Platz. Im Gegenteil, der Islam hat die Menschen noch mal erhöht. Und dann, als ich dann diesen Brief gelesen habe von meinem Bruder, ja, habe ich gesagt, ich mache mich auf den Weg. Und ich habe mich gefreut über die Worte des Gesandten Allahs. Und jetzt, subhanallah, kommt eine Unterstützung. Das ist immer wieder. Wenn jemand nach der Wahrheit sucht, Allah Ta'ala, er unterstützt ihn, seid euch sicher. Und zwar hat er ein Traumgesicht gesehen im Schlaf. Und was hat er gesehen? وَأَرَى فِي النَّوْمِ كَأَنِّي فِي بِلَادٍ ضَيِّقَةٍ جَدِيبًا. Ich habe im Schlaf gesehen, als wäre ich an einem Ort, der sehr, sehr eng ist und der unfruchtbar ist. فَخَرَجْتُ إِلَى بَلَدٍ أَخْضَرٍ وَاسِعٍ. Und dann bin ich hinausgegangen zu einem Ort, der grün ist und sehr, sehr weit ist. Er hat etwas gesehen und subhanallah, er kommt dann in Mekka an, kurz gefasst, er trifft erstmal Abu Bakr as-Siddiq in Medina an. Er trifft wen? Er trifft Abu Bakr as-Siddiq. Und er erzählt ihm von dieser Ru'ya, woraufhin Abu Bakr sagt, das ist der Islam, du bist hierher gekommen, das ist der Ort, das ist die Erläuterung deines Traumgesichtes. Woraufhin er dann zum Propheten sallallahu alaihi wa sallam ging und dann den Islam angenommen hat und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam für ihn dann auch Dua gemacht hat. Das ist sozusagen, und ganz wichtig, er fragte den Propheten sallallahu alaihi wa sallam, ja Rasulallah, ja, kannst du sozusagen bitten, dass Allah subhanahu wa ta'ala mir vergibt, woraufhin der Prophet sallallahu alaihi wa sallam dann sagte, ja, der Islam, ja, yajubbu ma qablahu, al-Islamu yajubbu ma qablahu, der Islam erlöscht alles, was vorher ist. Und dann sagte ich zum Propheten, also Khalid sagte, ja Rasulullah, ala dhalik, ja, kannst du trotzdem nochmal Dua machen? Und dann machte der Prophet extra Dua für Khalid ibn Walid. Und er sagte, Allahumma ghfir li Khalidin kullama awda'a fihi min saddin an sabilik. Allah, oh Allah, vergib Khalid all das, ja, was er getan hat, ja, um von deinem Weg abzuhalten. Und dann kam Amr ibn al-As und Talha ibn Uthman ibn Talha. Und der Islam von Amr ibn al-As ist auch sehr, sehr interessant. Und zwar Amr ibn al-As, ja, und dann kommen wir auch langsam zum Ende für heute, inshallah. Amr ibn al-As, er hat etwas anderes getan als Khalid ibn Walid.
Und zwar, er ist wirklich nach Abessinien gegangen. Er ist nach Abessinien gegangen. Und was wollte er in Abessinien? Er wollte dort Asyl suchen. Er wollte dort einfach leben. Er hat gesagt, ich habe keine Lust mehr auf Mekka. Ja. Die werden so alle Muslime. Ich gehe lieber nach Abessinien. Und dann kommt er in Abessinien an. Und wen trifft er dort vor Ort? Amr ibn Umayya al-Dhamri. Wer ist dieser Amr ibn Umayya al-Dhamri? Amr ibn Umayya al-Dhamri ist der Abgesandte des Propheten sallallahu alaihi wasallam gewesen zum Negus, damit er denjenigen, die von den Muslimen damals ausgewandert sind, nach Abessinien sagt, die sollen zurückkehren nach Mekka oder nach Medina. Und Amr ibn al-As trifft ihn dort. Und Amr ibn al-As hatte viele Geschenke bei sich und er wusste ganz genau, was der Negus liebte. Er liebte Häute und Leder. Und er ging dann zum Negus und er sagte zu ihm, ich habe eine Bitte an dich. Hier ist jemand, der ein Feind von uns ist. Der ist der Abgesandte von unserem Erzfeind. Ich bitte dich, liefere ihn mir aus, damit ich ihn töten kann. Und was machte der Negus? Wie war seine Reaktion? Sehr wütend, nicht nur wütend, sehr wütend. Er machte nämlich etwas, er nahm seine Hand und schlug sie auf seine Nase. Das war wahrscheinlich damals ein Ausdruck gewesen dafür, dass man sehr wütend ist. Und er sagte dann daraufhin zu Amr ibn al-As, und Amr ibn al-As, er hatte jetzt große Angst gehabt, und er sagte, ich würde am liebsten, dass sich die Erde öffnet, dass ich in die Erde hineinfalle. Und er sagte daraufhin, ja, Folgendes. Und er sagte so, er hat seine Nase so stark geschlagen, dass ich dachte, er hat sich die eigene Nase gebrochen. So stark hat er sich auf die Nase geschlagen. Allahu Akbar. Und er sagte dann zu dem König, er hatte Angst gehabt, Ayyuhal Malik, O König, Wallahi lau zanantu annaka takra hadha ma sa'altakahu. Hätte ich gewusst, dass du das nicht magst, hätte ich dich erst gar nicht gefragt. Und dann sagte der König, der Negus, Atas'aluni an u'tiyaka rasula rajulin ya'tihin namusul akbar. Du bittest mich, dass ich dir jemanden ausliefern soll, der Gesandte ist von jemandem, der die Offenbarung, die gewaltige, die größte Offenbarung überhaupt erhält. Die Offenbarung, die zuvor schon Musa alaihi salam erhalten hat, damit du ihn töten kannst. Ist es denn wirklich so, fragte Amr ibn al-As, den König. Und dann sagte der Negus zu Amr ibn al-As, Waihak ya Amr, ati'ni wa tabi'hu, wehe dir, Amr. Gehorche mir und folge ihm. Allahu Akbar. Und die Gelehrten sagen, subhanallah, die einzige Situation, wo ein Tabi'i mit einem Sahabi Da'wah macht, ist diese Situation. Der Negus macht Da'wah mit einem Sahabi, also jemandem, der später Sahabi werden sollte. Weil der Negus, er war Muslim, aber er hat den Propheten nie gesehen. Wie nennt man denn die Leute, welche zu Lebzeiten des Propheten den Islam angenommen haben, ihn aber nie gesehen haben? Sie werden als Tabi'un gezählt, aber sie haben einen extra Namen. Kennt jemand den Namen? Mukhadram. Das ist ein Mukhadram. Wie nennt man das? Mukhadram. Also jemand, der zwei Zeiten erlebt hat. Ja? Jemand, der zwei Zeiten erlebt hat. Das sind auch die Mukhadramun min al-Shu'ara. Ja? Die Dichter, die die Zeit des Islam und die Zeit der Jahiliyyah erlebt haben. Und die Mukhadramun unter den Tabi'un sind diejenigen, ja, welche zu Lebzeiten des Propheten den Islam angenommen haben, aber den Islam nicht, den Propheten nie gesehen haben. Kennt ihr noch einen Mukhadram? Es gibt einen sehr, sehr bekannten Mukhadram, dessen Geschichte auch sehr bekannt ist. Das hat den Propheten, ja, wie hieß der denn, dieser Mann, der kommen würde zur Zeit von Umar ibn Khattab? Und wo der Prophet gesagt hat, wenn er kommt, dann bittet ihn darum, dass er für euch Istighfar machen soll. Wie hieß er denn? Uwais al-Qarni, Mukhadram, ist ein Mukhadram. Ja? Subhanallah, ist ein Tabi, aber ein Mukhadram. Und auch der Negus al-Najashi war ein Mukhadram. Und der Najashi, der König, macht mit ihm Da'wah. Woraufhin dann der Negus sagte, فَإِنَّهُ وَاللَّهِ لَا عَلَى الْحَقِّ bei Allah, er sozusagen, er befindet sich auf dem Weg der Wahrheit. وَلَا يَظْهَرَنَّ عَلَى مَنْ خَالَفَهُ كَمَا ظَهَرَ مُوسَى عَلَى فِرْعَوْنَ. Und er wird über denjenigen stehen, die ihm sozusagen im Weg stehen, genauso wie Musa dann sozusagen über Pharao und seine Soldaten dann gekommen ist, also wie er dann über Pharao und seine Soldaten gesiegt hat. Und dann sagte ich, أَفَتُبَيِّعُنِي لَهُ عَلَى الْإِسْلَامِ. Nimmst du für mich an, dass ich sozusagen dir jetzt den Treueeid gebe, dass ich den Islam annehme? Er meinte, ja.
woraufhin er dann seine Hand ausgestreckt hat und Amr ibn al-As ja, durch den Negus Muslim geworden ist. Allahu Akbar. Vorstellen, was für eine lustige Geschichte. Ja? Subhanallah. Er flüchtet vor dem Propheten, sallallahu alaihi wa sallam, ja, geht in ein ganz anderes Land, überquert das Meer und genau dort ja, hat er jemanden, der ihn zum Islam bringt. Allahu Akbar. Das ist eine unglaubliche Geschichte. Und jetzt ja, macht sich Amr ibn As auf den Weg nach Medina, aber er erzählt niemandem davon. Seine Gefährten wissen nicht. Die denken immer noch, er ist mit Leuten gegangen. Die denken immer noch, er ist Muschrik und er hasst den Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Und er macht sich dann auf den Weg nach Medina. Und wen trifft er dann auf dem Weg dorthin? Er trifft diese beiden Männer, Uthman ibn Talha und Khalid ibn Walid. Und nachdem Khalid ibn Walid den Islam angenommen hat, kommt jetzt Amr ibn As zum Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er nimmt von ihm die Shahada ab, woraufhin Amr sagt, Ya Rasulallah, إني أبايعك على أن يغفر لي ما تقدم من ذنبي. Also bevor er den Islam annimmt, sagt er, O Gesandter Allahs, ich habe eine Bedingung, dass Allah mir vergibt, was ich getan habe. Woraufhin dann der Prophet sagte, Ja Amr, بايع O Amr, gib den Treueeid. فإن الإسلام يجب ما كان قبله. Weil der Islam löscht alles, was vorher war. وَإِنَّ الْهِجْرَةَ تَجُبُّ مَا كَانَ قَبْلَهَا Und die Hijra, sie löscht ebenfalls alles, was vorher war. Und was löscht noch alles, was vorher war? Die Hajj. Wir können nur noch eine Sache machen. Die Hajj. Die Sahaba damals konnten drei Sachen machen. Ja, subhanallah. Obwohl, es gibt einige unter uns, die das gemacht haben. Den Islam. Ja. Wir haben ja auch einige Konvertiten unter uns, die haben, alhamdulillah, ja, diese zweite Sache auch gehabt. Ja, nämlich, dass sie den Islam angenommen haben und Allah subhanahu wa ta'ala ihnen dadurch all ihre Sünden vergeben haben. Das ist ja Umrat al-Qadha gewesen. Und das ist auch, ja, das sind auch die Folgen von Umrat al-Qadha gewesen. Dieser gewaltigen Pilgerfahrt unseres geliebten Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, welche auch ein ganz, ganz wichtiger Vorbote für die Eroberung von Mekka gewesen ist. Wir werden aber nächste Woche nicht über die Eroberung von Mekka sprechen, sondern über zwei andere Themen. Es gibt nämlich noch zwei wichtige Ereignisse vor der Eroberung von Mekka, nämlich einmal Mu'ta, die Schlacht von Mu'ta, und zweitens, unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er hat im siebten Jahr nach der Hijra angefangen, die großen Herrscher der damaligen Welt anzuschreiben. Und wir werden uns die Briefe mal einzeln anschauen, inshallah, oder einige der Briefe, gucken, wie der Prophet sallallahu alaihi wa sallam dann ganz konkret Da'wah gemacht hat mit den Herrschern, wie sie darauf reagiert haben und auch, warum es dann zu der Schlacht von Mu'ta gekommen ist, weil das hängt miteinander zusammen, weil nämlich ein Bote ermordet wurde, ja, und wie dann die Schlacht von Mu'ta ausgegangen ist, insha'Allah ta'ala. Barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk, bismillahirrahmanirrahim, wal asr, innal insana lafi khusr, illa alladhina amanu wa amilu s-salihati, wa tawasaw bil haqqi, wa tawasaw bis-sabr.